von der Region für die Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV. Wie immer aus unserem Studio mit Blick auf die Festung. Mein Name ist Georg Anker und ich darf euch durch die Sendung begleiten. Wir starten auch direkt mit der Programmübersicht für diese Woche. Daseinsdialog. Mit Atmen regte das Stadttheater Kufstein zum Nachdenken an. Maskenschau. Die Naunspitzdeife luden zur großen Ausstellung nach Ebbs. Retro TV. In Kufstein Steinalt sehen wir, wie ein Fernsehbericht in den 90er Jahren entstand. Berglauf. Kufstein TV begleitete Trailrunner Peter Hausberger hoch über der Wildschönau. Die Erde ist überbevölkert, Ressourcen werden knapp und die Wirtschaft kollabiert. Wer will da heute noch ein Kind? Und wie nachhaltig ist es überhaupt, einen weiteren Menschen in die Welt zu setzen? Mit seinem neuen Stück Atmen stellt das Stadttheater Kufstein genau diese grundlegenden Fragen. Unsere Eindrücke gibt es im Anschluss an die Werbung. Werbung! Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Willkommen in der Welt der zeitlosen Eleganz. In jedem Detail steckt die Essenz von Können, Hingabe und Handwerkskunst. Und nun das Meisterwerk, geschaffen von den Händen derjenigen, die das Geheimnis in Kunst verwandeln. Wir machen Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Mit Atmen lässt das Stadttheater Kufstein tief in die Seelen eines Liebespaares blicken, das sich mit dem Gedanken anfreundet, Eltern zu werden und dabei allerlei Zwickmühlen durchwandert. Aber ich hatte eben immer so ein Bild von mir, mit dickem Bauch und mit mütterlichem Leuchten in den Augen, mit einem Kinderwagen schieben, ein Mobile beim Kinderbett, vorlesen, die Raupe Nimmersatt. Und es war ganz egal, ob das ein Junge oder ein Mädchen war. Das war völlig egal. Einfach nur klein und weich und niedlich. Und das Köpfchen mit Milchgeruch, die winzigen Säckchen und das Glucksen. Und ja, auch Kotze. Es gehört ja alles dazu. Sich darum kümmern, fürs Sorgen. Das ist der Instinkt, glaube ich. Und es gab auch immer einen Vater in dem Bild, aber das war mehr so ein verschwommener Standardsmann im Hintergrund. Besonders an Atmen ist die konzeptionelle Darstellung. Mit zwei Schauspielern, die 90 Minuten am Stück miteinander agieren. Und das in einem reduzierten, von Zuschauern umgebenen Setting. Ja, ich bin ein Teil eines Paares, das sich über den Gedanken unterhält, ein Kind zu bekommen. Und ich glaube, beide liegen am Anfang teilweise weit auseinander. Sie nähern sich dann an
Wobei in der Mitte des Stückes, und da will ich nicht zu viel verraten, ein gewisser Twist passiert, der da schon große Emotionen und eine große Wendung hineinbringt. Ich glaube, dass in dem Stück sich jeder irgendwo finden kann. Es gibt ganz viele Momente, die direkt aus dem Leben gegriffen sind, die auch ich aus meiner Erfahrung kenne oder wo ich mich selbst wiederfinde. Sicher nicht in allem, aber in vielem. Ich glaube, das macht es auch so spannend, weil aus dem ganzen Leben Stückchen drinnen stecken und auch wenn man nicht so viel nachdenkt oder ich glaube, dass viele Menschen so viel nachdenken, aber es vielleicht auch nicht aussprechen oder sich nicht auszusprechen trauen. Und deswegen finde ich das Stück auch so wichtig, das alles zu zeigen und darzustellen und spüren lassen zu können. Wir können sie nicht denen überlassen, die nicht nachdenken und ein Kind nach dem anderen kriegen, ohne sich den Kopf darüber zu zerbrechen, über ihre Fähigkeit zu lieben. Nicht wahr? Das ist doch das Hauptproblem. Ja, genau, ich weiß. Ja. Moment mal. Also du meinst, es gibt Menschen, die zu blöd sind, um Kinder zu... Nein, natürlich nicht, aber... Ja, manche Menschen denken es nicht durch, denken es nicht zu Ende. Wohingegen die klügsten, informiertesten und achtsamsten Menschen vielleicht keine Kinder haben. Richtig. Also sterben deren Gene aus und die Welt wird achtloser, uninformiert und barbarischer. Es dreht sich sehr um die Welt, in der wir leben. Die Charaktere sprechen über viele Dinge, über die sich Menschen in der Regel nicht unterhalten oder Angst davor haben. Deswegen ist es wichtig, dass dieses Stück vom Publikum gesehen wird. Denn es wird über viele menschliche Ängste gesprochen. Wenn die Zuseher auf der Bühne sitzen, kommen sie den Charakteren näher. Zum Beispiel lustig, wenn wir uns zwischen die Leute reinsetzen und sie merken dann, sie müssen auf einmal Platz machen. Oder wir besprechen ein intensives Thema, sehr emotional. Und man merkt so, wie es ihnen so ein bisschen unangenehm wird, wie sie versuchen wegzurücken. Weißt du, ich glaube, wir sollten adoptieren. Was meinst du? Wieso sagst du nichts? Nein, absolut, du hast recht. Das wäre das Beste, ja, absolut. So wie die Welt ist. So viele ungewollte, ungeliebte... Und es ist irrational, aber ich weiß, ich will das nicht. Und ich komme jetzt rüber wie der schrecklichste Mensch. Aber ich denke, ich wäre kein... Und was, wenn ich das wirklich wollen würde? Dann können wir darüber reden. Gehöre schon ein bisschen zu den Älteren, weil ich habe schon zwei Kinder. Damit habe ich die Frage für mich schon beantwortet. Und ja, ich würde auf jeden Fall Kinder in die Welt setzen. In meinem Fall kann ich von Glück reden. Ja, es gibt anstrengende Momente, aber die positiven überwiegen bei weitem. Und ich habe großen Spaß, meinen Kindern beim Großwerden zuzusehen. Also es ist eine Freude. Harfenunterricht. Es soll neugierig sein, aber sich selbstständig Gedanken machen können. Aber nicht zu viel, sonst wird es einsam und deprimierend. Herbstkinder werden im Sport immer als erstes gewählt. Keine Soldaten, keine Prinzessinnen, keine Krönchen, keine Pistolen. Disney wird uns nicht vorschreiben. Und die Schulen sind eine Katastrophe. Wir müssen in den Schulbeirat oder in die Elternvertretung. Ja! Okay. Hör dir an, wie wir schon drüber sprechen. Sind wir zu früh? Sind wir einfach mal... Haben wir was unternommen? Sind in den Zoo gegangen oder abends mal weg? Ja, das machen wir immer noch. Wann? Heute? Nicht heute. Okay, Freitag. Ah, Freitag ist immer so hektisch. Mittwoch. Mittwoch ist okay. Das Schöne ist, es gibt keine wirklichen Szenenübergänge. Das heißt, es ist eine durchgehende Szene ohne Pause. Deswegen möchte ich keine wirkliche herausstreichen. Nein, möchte ich nicht. Ich mag den Text von vorne bis hinten. Das habe ich von Anfang an gemacht. Und als ich das erste Mal ihn gelesen habe, habe ich am Ende, sind mir einfach die Tränen runtergeronnen, weil mich das bewegt hat. Das hat mir gefehlt! Was? Das hat mir gefehlt! Mal ausgehen! Ausgehen! Ja! Wir sind so öde geworden, immer zu Hause. Fernsehen, was? Boah, es ist so laut hier drinnen. Ich verstehe dich nicht. Es ist super. Willst du jetzt nach Hause? Oh, frische Luft. Oh, meine Füße. Oh, dabei waren das mal meine Lieblingsstiefel. Schau mal, die das hervorragend dargebotene und mit einem unvorhersehbaren Twist versehene Stück vom Stadttheater lässt sich am 4. November noch einmal live mitverfolgen. Nur mehr wenige Wochen und dann steht die Zeit der Perchten und Krampusse wieder vor der Tür. Ein Brauchtum, der in Tirol nicht mehr wegzudenken ist
und Jahr für Jahr Tausende von Menschen in seinen Bann zieht. Ein wichtiger Bestandteil dieser Tradition sind die Masken. Die Naunspitzteife aus Epps widmeten diesem Thema eine ganze Ausstellung und gaben dabei interessante Einblicke in die Kunst der Masken. Nächste Woche auf Kufstein TV. Die Naunspitzteife aus Epps läuteten mit ihrer Maskenausstellung die schaurige Jahreszeit ein. Wir haben jetzt sehr viel Udo über das ganze Jahr. Wir haben jetzt ca. 30 Aussteller aus ganz Österreich da. Viele aus Steiermark, Burgenland hergereist. 7 bis 8 Stunden Anreise. Wir sind sehr froh, dass wir sowas machen können. In Epps da, direkt in der Haflingerstadt. Und ich darf einfach sagen, schaut's rein und macht's es. Zu den wichtigsten Akteuren des ganzen Brauchtums gehören die Hersteller der Masken. Der Beruf hat mich eigentlich als kleines Kind schon begeistert. Ich war immer schon begeistert beim Zuschauen bei den Schnitzer, weil ich es immer faszinierend gefunden habe, wie man aus einem Brocken Holz etwas Schönes draus macht. Und das wollte ich immer selber lernen und kennen. Wir sind Ausstatter, Krampus-Ausstatter und Berchten-Ausstatter. Wir stellen die ganzen Felle her, die ganzen Ledergürtel, alles was mit Leder und Krampus-Accessoires zu tun hat. Auch die ganzen Glocken und so weiter. Also bei uns findet man alles, was das Herz begehrt. Auch die Perchten, Teufel und Hexen der Passen kamen auf ähnliche Weise zu ihrer Leidenschaft. Als kleiner Bub wächst man natürlich im Alpenraum mit dem Brauchtum auf. Meine großen Brüder sind früher schon durchgegangen und das hat mich damals schon fasziniert und inspiriert, sodass es nicht lange gedauert hat, dass ich meine erste Laufen selber schnitzen wollte. Mit 3 Jahren habe ich angefangen, so Krampus auszuüben. Mein Nachbar ist hergekommen, ich habe denen die Maske und das Fell ausgezogen und bin selber mit denen rumgelaufen. Mit 8, 9 Jahren habe ich angefangen, selbst Krallenhandschuhe zu basteln und habe mich immer für diese Szene interessiert, habe Krallen geformt, gegossen, modelliert und so weiter. Und so hat sich dann das entwickelt. Und mit 12 habe ich eine eigene Gruppe gegründet und die habe ich dann mit 15 schon selbst ausgestattet von den Gewändern her. So bin ich dann eigentlich zum Krampus-Ausstatter geworden und habe mir das eigentlich alles selbst angelernt. Wir waren Schulbuben mit 13, 14 Jahren und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich haben wir Angst vor dem Ganzen, aber probieren wir es selber mal. Ja, das war bei ihnen selber schon gang und gäbe. Man ist mit denen groß geworden. Und jeder zeigt bei ihnen so großes Interesse daran. Das ist einfach einmal ein Jahr, die wäre gezeigt, nicht da. Ja, die Gemeinschaft und der Zusammenhalt gehört einfach dazu und das taugt uns. Es gehört einfach alles miteinander und die anderen Gastgruppen passen einfach zusammen und das passt. Die Masken sind super und die Auftritte und eine super Sache eigentlich. Die Lichter schon, alles drum und dran, passt alles zusammen, super Mannschaft. Beim Nachwuchs hinterlassen die Perchten Jahr für Jahr bleibenden Eindruck. Ich finde es voll cool, wenn die Hexe da tanzt. Die Show ist meistens ein Berg und der Rach. Ich finde es auch ein Bergsbrauchtum. Man kann den Kindern auch was bieten und es ist einfach lässig halt. Unter der Maske, unter den Gewand, da ist man ein anderer wie sonst. Wie wir auf der Ausstellung erfuhren, ist der Brauchtum nicht nur eine Männerdomäne. Wir waren davor selber bei der Männergruppe dabei und nachher wollte die halt ins Mädels Nummer dabei haben und nachher haben wir uns dazu entschieden, dass wir selber eine Gruppe machen und ja, so ist das entstanden. Ja, weil auch wir Weiberleute Teufel sein können und auch mal ein bisschen härter sein können und die Leute im anderen unter die laufen können. Und es ist schon der Brauchtum, der hat uns halt immer gefallen. Früher als Kinder sind wir immer von Haus zu Haus gegangen im Krampuskostüm. Das stimmungsvolle Event der Naunspitzteife machte gehörig Lust auf die kommende Berchtenzeit. Die Besucher waren ebenso begeistert. Ich finde jeden Verein interessant zu anschauen. Es ist alles top hergerichtet von jedem. Am besten fahren wir die Gaskramteife. Die haben die besten Masken. Echt lässig. Gras, bärig, lässige Gruppe, verschiedene Gruppen.
mit stampfenden Füßen zu wirbelnden Tönen. Die Stadt Kufstein präsentiert in der Reihe Kreativ die Klezmer Musik Mischmaschers am Samstag, den 11.11. ab 19.30 Uhr auf der altehrwürdigen Festung. Das kanadische Multitalent Josh, so-called Dolgin, frönt am Kaiserdom der jiddischen Klangpoesie und bekommt dabei taktvolle Unterstützung von der Lungau Big Band. Karten gibt es im Stadtdamm Kufstein, dem DVB Kufsteiner Land und allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen. 25 Jahre und noch kein bisschen müde. Die Herren Wunderlich feiern Jubiläum, und zwar dort, wo sie sich am wohlsten fühlen, auf der Bühne. In gewohnter Manier werden sie dort Klassiker des Schlagers neu interpretieren und diese mit Show- und Comedy-Elementen in Einklang bringen. Feuchte Augen sind jedenfalls garantiert. Wer mitlachen, mitswingen und mitfeiern möchte, ist am 3. November herzlich in den Stadtsaal Kufstein eingeladen. Die drei Wunderlichen freuen sich auf euer Kommen. Die Raiffeisenbezirksbank Kufstein lädt am 30. und 31. Oktober zu den Raiffeisen-Spartagen. Du bist nicht älter als 10 Jahre und hast brav gespart? Dann werde Mitglied im Sumsi-Club. Es erwarten dich viele Vorteile und natürlich tolle Spartaggeschenke wie das einzigartige Wimmelbuch. Unter allen fleißigen Sumsi-Sparer und Sparerinnen im Bezirk wird zudem eine zauberhafte Geburtstagsparty verlost. Und wer weiß, vielleicht triffst du Sumsi am 30. oder 31. Oktober sogar höchstpersönlich in deiner Bankstelle. In unserer Retro-Serie Kufstein Steinalt zeigen wir regelmäßig Archivaufnahmen, die vom Film- und Videoclub Kufstein neu aufbereitet wurden. Diesmal werfen wir einen Blick hinter die Kulissen eines Regionalsenders und zeigen, wie so ein TV-Bericht damals entstanden ist. Wie Sie vielleicht schon aus unserem Teletext erfahren haben, erweitern wir mit 2. April unser Programmangebot um eine tägliche Halbstundensendung des Regionalfernsehens Rosenheim. Wie und wo die Kufsteiner Wochenschau und der Rosenheimer Beitrag entsteht, wollen wir Ihnen jetzt kurz zeigen. Alles beginnt mit der Redaktionssitzung. Hier wird besprochen, welche Beiträge gesendet werden. Ein Kameramann ist mit der Erstellung des Filmmaterials beschäftigt. Nachdem alle Programmpunkte fertiggestellt sind, wird das Rohmaterial gesichtet und redaktionell bearbeitet. An jedem Dienstag erfolgt der Schnitt der Sendung. Das heißt, dass in den Studios unseres Partners, dem Regionalfernsehen Rosenheim, die Feinarbeit zur Erstellung der Berichte erfolgt. Nach dem Aufzeichnen der Anmoderationen und des Hintergrundtons wird nach der Zeitkodierung des Redakteurs der jeweilige Beitrag geschnitten. Das Ergebnis dieser Arbeit wird Ihnen in Form der Kufsteiner Wochenschau ins Haus geliefert. Ein wichtiger Teil im Programmangebot von KUFINFO sind die täglichen Schlagzeilen und der Teletext. Die Erstellung erfolgt in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Stadtwerke-Verwaltungsgebäudes. Lokale Nachrichten, Neuigkeiten aus dem Lager des Sports sind ebenso enthalten wie ein Veranstaltungskalender und Seiten über Ärzte, Apotheken und Krankenhausdienste. Meldungen aus dem Rathaus wie Standesfälle, Sprechstunden des Bürgermeisters und der Referenten runden die Informationen ab. Die Leitung von KUFINFO liegt in den Händen von Ingenieur Markus Atzel. Damit auch die heimische Wirtschaft möglichst großen Nutzen ziehen kann, gibt es ein breites Angebot an Werbemöglichkeiten. Die Beratung und Abwicklung der Werbeaufträge liegt seit 1. April in den Händen der Werbeagentur Arnold Reicher. 26 Jahre später hat sich eine regionale TV-Produktion deutlich geändert. Die Digitalisierung hinterließ einen bleibenden Eindruck. Technische Standards wurden neu definiert und die Verbreitungsmöglichkeiten eines Fernsehprogramms sind multimedial geworden. Im Falle von Kufstein TV sind Online-Plattformen wie unsere Homepage oder unsere Social-Media-Kanäle schon längst gleichwertig zum Kabelfernsehen. Wir sind jedenfalls schon gespannt darauf,
in welche Richtung sich TV-Produktionen in Zukunft entwickeln. Nächste Woche auf Kufstein TV. Trailrunning erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit. Tirol ist dabei ein absoluter Brennpunkt für die Trendsportart geworden, aus dem immer mehr Topläufer hervorkommen. Ein Trailrunner aus der Region, der sich seit Jahren konstant steigert, ist Peter Hausberger. Das Team von Kufstein TV traf sich mit dem Athleten und bekam einen Eindruck davon, was alles hinter derart starken Wettkampfleistungen steckt. Ab in die Wildschönau, und zwar gleich nach der Werbung. Du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Werbung Ende! Ja, hallo? Mein Name ist Peter Hausberger und meine große Leidenschaft ist Trailrunning. Berggegangen bin ich immer schon sehr, sehr gern. Ja, irgendwann, wenn halt dann das Gehen langsam wird, dann fängt man halt einfach mit dem Laufen an. Ist einfach ein wirklich schöner Sport, das Trailrunning. Ist natürlich auch bei uns da in Tirol allgemein und im Raum Kufstein idealer Platz dafür. Man hat steile Berge, man hat flache Berge und ja, macht einfach einen Riesenspaß. Ja. Der Einstieg in den Trailrunning-Sport ist unkompliziert und schnell gemacht. Das ist auch schön an Traillaufsport. Es ist relativ unkompliziert, man braucht auch gar nicht so viel Equipment. Das Wichtigste sind natürlich die Laufschuhe, die müssen halt passen. Da gibt es dann verschiedene Formen. Es gibt welche mit wenig Dämpfung für kurze, schnelle Distanzen und dann eben welche mit ein bisschen mehr Dämpfung, komfortabler für die langen Distanzen. Dann braucht man natürlich auch eine Trailwesten. Die ist zum einen eben notwendig für bei den Rennen hat man dann eben immer eine Pflichtausrüstung dabei. Das ist vor allem eine Notfallausrüstung, also Erste-Hilfe-Set und so, weil man da oft im alpinen Bereich unterwegs ist. Und da ist das natürlich ein absolutes Muss, kann natürlich immer eine Verletzung passieren. Dann hat man natürlich auch immer was zum Trinken dabei. Das sind so Softflasks, die, ja, wo nichts wackelt während dem Laufen. Hausberger absolvierte seinen ersten Trail-Wettkampf im Jahr 2016. Der 37-Jährige fing vor rund 10 Jahren neben dem Studium mit dem Laufen an. Seitdem ist der Sport aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken. Laufen tue ich wirklich das ganze Jahr. Da gibt es ganz wenige Phasen, wo man mal Pause macht. Im Winter ist natürlich ein bisschen weniger, da steigt man dann eher aufs Skitourengehen um. Und dann im Sommer schaut man halt, dass man am Wochenende große Läufe da macht. Ich schaue, dass ich das Tempo immer variiere, also auch, dass ich unter der Woche kurze, schnelle Läufe mache und am Wochenende halt dann eher die langsamen, langen Läufe. Die meisten Trainingsläufe, die sind schon richtig cool und richtig schön. Nach einem Arbeitstag verschlägt es den Informatiker meist in die Natur. Da ist das natürlich ein super Ausgleich. Also da muss man sich einfach nur ein bisschen bewegen. Da ist das Laufen perfekt dafür. Ja. Also eine gewisse Ruhe haben,
das ist, glaube ich, einfach auch der Unterschied zum Straßenlaufsport, dass man einfach direkt in der Natur unterwegs ist, die Natur genießen kann. Das ist sicher für mich ein großes Highlight. Ja, also im Laufe des Jahres natürlich die Wettkämpfe, das sind auch ein riesen, das sind für mich auch ein riesen Highlight. Ja. Also ich laufe zwar nicht allzu viele Wettkämpfe, aber ich schaue immer, dass ich mir im Jahr ein paar einteile. Ist auch einfach gut, ein Ziel zu haben, wo man darauf hintrainiert. Und ja, wenn dann so ein Wettkampf gut läuft, dann ist das natürlich schon ein Highlight. Ja. Zuletzt nahm der Wildschnauer am Karnischen Ungetüm teil. Dieser Trail führte ihn von Siljan in Osttirol bis nach Kötschach Mountain in Kärnten. In einer Zeit von 11 Stunden und 28 Minuten lief Hausberger 80 Kilometer und belegte dabei den hervorragenden vierten Platz. Wir stehen da am Bruckberg herum. Das ist so der Grenzberg zwischen Wildschönau und Hopfgarten. Und ja, es ist so mein, in der Wildschönau so meine Lieblingslaufrunde, weil es auch direkt vor der Haustür liegt. Man kann da, wenn man mal kurz am Abend Zeit hat, schaue ich da schnell rauf und da gibt es super Wegerl da dahinter, perfektes Trainingsgelände. Ja, ich hoffe, die Einblicke ins Trailrunning waren interessant und vielleicht sieht man sich ja mal auf die Trails. Liebe Zuseher, das war's wieder mit Kufstein TV für diese Woche. Auf unserer Homepage und unseren Social-Media-Kanälen habt ihr übrigens noch bis Ende der Woche die Möglichkeit, an unserem großen Buster-Gewinnspiel teilzunehmen und diesen Preis hier zu gewinnen. Ich wünsche euch allen viel Glück und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Servus, euer Georg Anker.